Bobbig. Genau, vielen Dank für die herzliche Begrüßung hier. Ich freue mich, hier sein zu können. Genau, mein Name ist Markus und ich würde euch was eben über das Thema Softwareentwicklung ist kein Hexenwerk erzählen. Das Thema ist so ein bisschen aus meinem Alltag heraus entstanden. Ich habe mit verschiedenen Technologien gearbeitet und irgendwann so ein bisschen festgestellt, da ist doch irgendwas, das ich nicht so ganz greifen kann. Und das habe ich dann irgendwann mal als Magie bezeichnet. Und habe mich halt immer mehr darauf geachtet, was ist denn das eigentlich bei unserer Tätigkeit? Was ist Magie in der Softwareentwicklung? Habe das immer so ein bisschen, da wurde es immer konkreter und konkreter. Und so ein bisschen der Hintergedanke ist, dass wir einen besonderen Beruf haben. Also ich denke immer an einen Handwerker oder zum Beispiel an einen Bäcker, der backt seine Brötchen und wenn da was schief läuft, dann weiß er, was er zu tun hat. Also zum Beispiel, der Ofen fällt aus, er weiß, er muss einen Handwerker rufen, der repariert das. Also ein ganz einfaches Prinzip, die Lösung ist immer direkt klar. Bei uns ist es ein bisschen anders. Bei den Softwareentwicklern, wenn wir ein Problem haben, dann fangen wir eben an, mit irgendwelchen Gummienten zu reden und eben stundenlang zu debuggen. Und das ist so ein bisschen, worum es in diesem Vortrag geht. Von daher möchte ich euch im Prinzip mal eben diese Verbindung bringen zwischen Magie und Softwareentwicklung. Dann möchte ich das ein bisschen konkreter machen anhand von Beispielen, eben von Technologien, die ich einsetze im Alltag. Und dann eben auch ein paar Lösungsvorschläge machen und ein paar Werkzeuge an die Hand geben, wie man das vielleicht ein bisschen reduzieren kann. Genau. Kurz zu mir. Genau, ich arbeite bei der Firma DoubleSlash als Full-Stack-Entwickler. Hauptsächlich der Fokus liegt eigentlich bei Java im Kern. Ich habe mal in die alten Bob-Vorträge reingeschaut, glaube vor 2 Jahren. Da hat eine Speakerin gesagt, sie hat sich entschuldigt, dass sie Java-Code zeigt im Vortrag. Ich entschuldige mich ja auch schon mal, es wird Java-Code geben. Genau, außenrum von Java interessiert mich halt sehr für Programmiersprachen, weil ich es immer wieder spannend finde, wie eben die Features von Sprachen neu zusammenkommen und man eben damit die gleichen Probleme anders lösen kann. Genau. Dann interessiere ich mich eben noch sehr für Paradigmen, wie eben hier Reactive Programming, Functional Programming, Object-Oriented Programming und relativ neuesten mir dazu kommt Data-Oriented Programming. Das ist eben auch immer die spannende Geschichte von diesem Punkt, wo man eben denkt, warum muss ich das so kompliziert machen, warum bin ich hier so eingeschränkt zu dem Moment, wo es eben Klick macht. Das finde ich einfach sehr, sehr faszinierend und das ist immer ein gutes Erfolgserlebnis. Genau. Vielleicht kennt ihr dieses Video auf YouTube, da geht es darum, eben Leute für die Softwareentwicklung zu begeistern. Da kommen verschiedene bekannte Leute aus der Branche eben zu Wort. Hier sitzt Gabe Newell von Valve und der sagt da einen ganz tollen Satz, mit dem ich mich sehr identifizieren kann, eben, dass die Programmierer von morgen im Prinzip die Magier unserer Zeit im Prinzip sind. Also der sagt wirklich, hey, wenn es etwas gibt, was irgendwann mal ein Magier rankommt, ein Zauberer, dann sind wir das, die Softwareentwickler, die wirklich irgendwas aus dem Nix schaffen können. Und damit konnte ich mich sehr gut identifizieren und das ist eben auch, denke ich, von vielen von uns hier die Faszination an dieser ganzen Branche im Prinzip, dass da irgendwas geht, das man früher für unmöglich gehalten hätte. Genau. Was ist Magie, wenn wir das mal ganz trocken betrachten, was da die Definition so ist, habe ich mal gegoogelt. Genau. Auf Wiktionary steht dann zum Beispiel, die Faszination von etwas Bestimmtem ausgeht, es ist Magie. Als Softwareentwickler sagt man eher faszinierend, dass es funktioniert. Also, genau. Dann andere Definition, vermeintliche Einflussnahme auf Dinge und Ereignisse auf übernatürliche Art und Weise. Und auch hier haben wir wieder im Prinzip Dinge drin, die wir so nicht ganz übernehmen wollen. Zum Beispiel das vermeintliche Einflussnahme. Wir als Entwickler wollen nicht vermeintlich irgendwo Einfluss nehmen, sondern wollen konkret Einfluss nehmen. Und auch nicht auf übernatürliche Art, sondern auf natürliche Art wollen wir als Entwickler eigentlich unsere Software bauen. Genau, eine dritte Definition aus dem Duden ist eben, die sprechen von einer geheimen Kunst und übersinnlichen Kräfte, die man sich dienstbar zu machen sucht, Zauberei. Auch hier ist wieder solches Wort geheim ist da drin, bedeutet so ein bisschen nur von irgendwelchen Experten verstanden und nur von einer kleinen Gruppe verstanden. Und das wollen wir eigentlich auch nicht. Eigentlich wollen wir da auch recht offen sein. Und auch wenn irgendwelche neuen Leute reinkommen, soll das nicht für die ein Geheimnis sein, was wir da eben machen. Mit unserem Schaffen. Letztendlich muss man sagen, Magie hat eigentlich immer seinen Preis. Wir können auch gut an die Fiktion denken. Eben in der Fiktion ist es ja auch oft so. Da geht es immer darum,
darum, dass es immer eine Gesetzmäßigkeit gibt, also wenn es irgendwie eine magische Welt gibt, gibt es eine Gesetzmäßigkeit, also auch Magie ist nicht frei von Regeln. Dann ist es immer ein Kräftemessen, meistens gibt es eine gute Magie und eine schlechte Magie. Das heißt, da ist immer ein Konflikt oder ein Abwägen eben dazwischen drin und eben meistens, Achtung, ein ganz schlechter Wortwitz, Magie, da ist Ärger vorprogrammiert. Genau, also steckt da eigentlich schon viel drin. Also Magie ist nicht unbedingt was Positives, kann auch was Positives sein manchmal, aber eher auch oft die Quelle von vielen Problemen und wir wollen eigentlich Probleme lösen, genau, keine schaffen. Gut, das mal kurz zur Einführung zur Magie. Als nächstes möchte ich das Problem mal ein bisschen genauer angucken, wie ich das eben so entdeckt habe, dieses Problem. Genau, wie ich schon erzählt habe, bin ich ja Java-Entwickler und in der Java-Welt kommt man kaum um diese Technologien herum, also die großen Frameworks wie Jakarta EE oder eben die Spring Frameworks sind da sehr präsent. Und da gibt es dann eben so Technologien drin wie JPA, die Java Persistence API, HDB, Enterprise Java Beans, JuxP, also die Java XML Processing API oder CDI Context Dependency Injection. Das sind so ganz typische Standards, die da eben immer mit reingebaut sind und die haben im Prinzip eins gemeinsam. Genau, ich möchte jetzt nicht, habe nichts gegen E-Mails, sondern ich habe was gegen, oder hier geht es darum, um Annotation, weil diese Frameworks eben hauptsächlich, die machen alles mit Annotationen, also einem Java-Feature, auf das ich jetzt gleich noch ein bisschen eingehen möchte. Kurze Frage, sind jetzt Java-Entwickler im Raum? Gibt es Leute, die regelmäßig mit Java entwickeln? Okay, das beruhigt mich ein bisschen, das heißt, ihr könntet wahrscheinlich auf jeden Fall das ein bisschen nachvollziehen und die anderen genau, können trotzdem mitfühlen. Gut, der Lautsprecher hat sich, glaube ich, beruhigt. Hört ihr mich noch? Ja. Genau. Schauen wir uns mal an, wie das konkret denn so aussieht. So ein typisches Beispiel, haben wir einen Code, wie wir jetzt hier sehen. Hier haben wir jetzt ein Entity, das auf eine Datenbank gemappt wird. Und wir sehen schon das ganze orange Zeug, das sind die Annotationen. Also im Prinzip schreibt man eigentlich nur noch überall diese Annotationen dran. Und da fangen eben die Probleme an. Wir müssen jetzt da ein paar Erkenntnisse rausziehen. Zum einen, diese Annotation, das sind rein Metainformationen. Also das ist nur eine Information, das macht erstmal gar nichts. Das ist einfach nur, das hängt an diesem Feld dran und ergänzt es halt um eine Information. Aber es gibt da nicht irgendwie direkt eine Funktion dadurch, dass wir die Annotation dran hängen. Genau, also recht lose gekoppelt. Und um diese Information zu bekommen, muss man eben eine zusätzliche Technologie verwenden, das ist Reflection in Java. Also wir müssen die Information wieder auslesen, um damit irgendwas zu machen. Genau. Dann stellt man fest, wenn man ein bisschen mit den Annotationen arbeitet, mal ein bisschen was Komplexeres macht, jetzt hier unten diese Relation zur anderen Tabelle hin, dann merkt man, hey, Annotationen haben ja einen komplett eigenen Syntax. Das heißt, irgendwie kann man da dann nested auch wieder irgendwelche Annotationen angeben. Aber das ist halt nicht genau das, was man macht, wenn man normal Java-Code schreibt und dann dort eben auch neue Objekte instanziert. Das funktioniert ja ein bisschen anders, weil man eben anderen Syntax eben extra hier drin. Genau. Kannst ja. Du vielleicht den Kontrast erhöhen? Oder das Licht schwierig. Das Licht ausmachen? Ja. Oder das Licht oder schwarze Schrift auf weiß verwenden. Das ist ja die Krankheit eigentlich. Jawohl. Gut, dann mache ich aber direkt mal weiter, gucken wir, dass es gleich besser wird. Genau. Eine andere Sache eben, wenn man dann eben auf so ein Entity in der Datenbank zugreifen möchte, dann kann man solche Repositories definieren im Spring Framework zum Beispiel. Und was man da macht, ist, man definiert nur ein Interface, das heißt keine Implementierung und gibt dann nur die Signaturen an von den Methoden, die man haben möchte. Und auch hier sind so Besonderheiten dahinter. Damit es auch funktioniert, wenn ich diese Funktion später aufrufe, generiert das Framework zur Laufzeit ein Proxy-Object, das dann die Implementierung irgendwo hinroutet im Prinzip. Genau. Also, man schreibt auch nicht mehr direkt den Code, der eigentlich dann die eigentliche Sache macht. Und dann haben wir hier noch die Besonderheit, wir haben hier Methodennamen und wirklich, je nachdem, wie man den Methodenname nennt, macht es auch was anderes. Das heißt, wir haben die,
die Query, die Datenbank abfragen, den Methodenname reinkodieren. Das heißt, wir müssen uns hier eine extra Sprache gewöhnen, nur auf die Datenbank zuzugreifen. Und ihr merkt schon so ein bisschen, wo das hinführt. Wir müssen immer irgendwie extra irgendwas machen, irgendwie was obendrauf, obwohl es dafür ja eigentlich schon Lösungen gibt. Also ich sage immer, diese Annotation ist ein Feature, das ergänzt die Sprache, aber es integriert sich nicht mit der Sprache zum Beispiel. Das ist einfach, haben sie dazu gebaut, aber es ist halt nicht wirklich integriert in die anderen Sprachfeatures, die es schon gibt zum Beispiel. Und auch hier unten bei der Abfrage haben wir jetzt extra, wir haben ja eigentlich schon SQL, um Datenbankabfragen zu machen, aber trotzdem muss man jetzt hier noch über den Namen irgendwie das dann reinkodieren, weil es scheinbar einfacher ist. Genau. Jetzt zoomen wir mal noch ein bisschen weiter heraus und haben jetzt hier so ein bisschen die Draufsicht, wie das dann im Kontext der anderen Komponenten funktioniert. Wir haben jetzt hier unten, was wir gerade eben gesehen haben, die Anwendung, wo wir unsere Datenbank, unsere Tabellen definieren. Ich hoffe, das gibt sich. Genau, wir haben unten eben das, was wir gerade eben gesehen haben. Wir haben links das Framework, zum Beispiel das Spring Framework. Oben ist es zum Beispiel Hibernate, das ist das Framework, das diese Datenbankverbindung eben machen kann und diese Datenbankabfragen generiert. Und JPA ist einfach der Standard, um das zu entkoppeln. Genau. Und man sieht jetzt schon hier, es ist plötzlich deutlich komplexer. Der Code sah mega einfach aus. Da war eigentlich nichts drin, nichts Kompliziertes, keine Schleife, keine Verschachtelung, keine Rekursion. War eigentlich einfacher Code. Aber trotzdem müssen wir bedenken, dass wir eben dann nur einen Eisberg im Code sehen und eben nicht das Eigentliche, was dahinter steht. Also jetzt hier eben dieses Framework. Und was man hier auch gut sieht, eigentlich sieht es hier recht ordentlich aus. Wir haben hier eben eine gut geschnittene Komponente eigentlich, alles sauber getrennt. Genau. Also soweit ist die Welt in Ordnung, wenn man eben den Code schreibt. Aber dann ist man ja nicht fertig. Dann macht man als nächstes, man führt den Code eben aus. Und dann sieht die Welt plötzlich anders aus. Dann ist plötzlich zur Laufzeit drehen sich eben diese Pfeile teilweise um, dass das Framework dann plötzlich unseren Code aufruft. Genau. Und das ist jetzt ein Problem, weil wir eben die Kontrolle dann eben aus der Hand geben. Also beim Schreiben des Codes haben wir noch ein gutes Gefühl, aber sobald wir es dann ausführen, treten dann plötzlich die Probleme auf. Und wo treten die Probleme jetzt auf? Natürlich hier. Und das haben wir nicht unter unserer Kontrolle. Das heißt, wenn wir da was fixen wollen, müssen wir irgendwie zur Compile-Zeit irgendwo hier was dazuhängen, dass dann das Framework anweist, das Problem irgendwie zu lösen. Und dann fangen wir nämlich an, irgendwelche Lösungen zu suchen, irgendwie wie wir in dieses Framework reinkommen, um eigentlich ein einfaches Problem zu lösen. Ich weiß nicht, ihr habt vielleicht, die drüben reden, glaube ich, gerade auch über Videospiele, das neue Sons of the Forest. Hat das jemand mal angeschaut? Okay, wenige. Genau, ist ein Survival-Spiel und da hat man einen Begleiter, einen computergesteuerten Begleiter, dem man eben Aufträge geben kann, zum Beispiel Sammelstücke oder sowas. Und das macht man, da schreibt auf einen Zettel das drauf und dann zeigt man es dem, dann nickt er im Kopf und macht das, führt das aus. Und so ist es ein bisschen mit einem Framework zu arbeiten. Man sagt eigentlich nur eine Anweisung, diese Annotation, diese Metainformation, mappe das auf die Datenbank, auf das und das Feld, mache das so und so und muss dann hoffen, dass das Framework auch genau das macht. Und dieses Hoffen, das ist das, was ich dann immer so als Magie empfunden habe, dieses Glauben. Ich setze eine Annotation hin und weiß zur Compile-Zeit noch gar nicht, ob das funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es funktioniert, wechselnde Anleitung zu Trennstand. Aber du weißt halt erst zur Laufzeit und kriegst dann irgendeinen Fehler im Framework, der dann nicht mal genau darauf hinweist, wo bei dir im Code der Fehler liegt und wie du den bei dir im Code lösen kannst. Und das ist das große Problem eben mit diesen Java-Technologien, die ich als Magie empfinde, weil man eben das nicht beherrschen kann so wirklich. Genau. Gut. Dann habe ich hier mal einen großen Abschnitt aus dem Artikel rausgenommen, von einem Artikel hier von, glaube ich, ist der Marco Böhler. Unten verlinkt mich ein sehr guter Artikel, der ordnet so ein bisschen Datenbanktechnologien im Java-Umfeld ein. Und zu der Technologie, die wir gerade eben sagen, zu Hibernate, schreibt er da ganz interessante Sätze. Er schreibt zum einen, it truly is a complex piece of software. Nochmal zurückdenkt an den Code, der Code sah mega einfach aus. Aber es ist trotzdem eine komplexe Technologie. Das heißt, man denkt einfach, es ist einfach, übernimmt den Code einfach so, aber versteht noch gar nicht, dass man eigentlich noch viel mehr wissen muss, um das zu beherrschen.
Ja, genau das schreibt er eben auch hier dann. Es reicht nicht aus, nur den Code zu kopieren. Da kriegt man dann irgendwie, kann man das Tutorial befolgen und hat noch einen funktionierenden Code. Aber hat noch lange nicht diese Technologie wirklich beherrscht und verstanden. Und da fallen eben viele drauf rein. Markus, ja? Du hast, glaube ich, eine laute Stimme. Probier es doch vielleicht mal ohne das Mikro. Okay. Ich schalte es einfach aus, ja. Ja. Bin ich zu laut? Gut, so, hört ihr mich noch? Okay. Dann machen wir weiter. Genau, und dann schreibt er auch, hier direkt erwähnt er sogar den Begriff Magic fast perfekt. Hibernate is doing random magic that nobody understands. Und das ist halt, finde ich, für unseren Beruf eigentlich fatal. Wenn wir irgendwas machen, das da bezeichnet wird als zufällige Magie, die keiner versteht. Also irgendwas läuft komplett schief eigentlich. Und dann schreibt er eben noch, ja, und eben um Hibernate zu verwenden, brauchen wir halt doch dieses Grundwissen eben für die Technologien, die da drunter liegen. Das heißt, es ist keine Abkürzung oder sowas. Man muss trotzdem SQL lernen und eben die Datenbank verstehen und auch wissen dann, wie die Technologien drunter, JDBC und so funktioniert. Genau. Hier ein bisschen weiterer, anderer Code. Das ist jetzt hier einfach, kann man eben im Spring Framework Beans konfigurieren und dann kann man eben mit so einer Condition sagen, ob es diese Bean geben soll oder ob die eben nicht instanziert werden soll. Und auch hier genau das gleiche Problem, wenn wir hier oben das mal angucken. Zum einen ist es erstmal ein bisschen schwierig zu lesen. Wir müssen wissen, was macht denn dieses Match if Missing? Das ist auch wieder so ein bisschen doppelte Negierung hier. Match if Missing. Muss ich einfach drüber nachdenken, wie muss ich denn das verstehen? Genau darunter haben wir wieder zum Beispiel, da kann man auch solche Expressions verwenden. Das ist ja wieder eine komplett eigene Sprache, die Spring Expression Language, die man da integrieren kann. Das heißt, man kann wieder irgendwie Code im Code schreiben. Mit einer ganz anderen Sprache, die man wieder erstmal beherrschen muss und die man auch irgendwie dann debuggen muss, das dann sehr schwierig ist. Man hat dann eine mega Komplexität, Flexibilität. Und auch unten dann gibt es für jeden, für viele kleine granulare Sachen eben eine eigene Funktion. Genau. Und noch als weiteres Beispiel, hier mal JSON. JSON ist eigentlich ein recht simples Format. Wir haben oben einfach mal ein einfaches JSON-Objekt. Wenn wir das jetzt eben mappen wollen, oder wenn wir das jetzt verwenden wollen in unserem Code, dann hat man auch wieder hier irgend so eine Klasse. Genau, man sieht wieder die ganzen Annotationen. Da ist nicht orange gemacht. Genau, man sieht es ein bisschen in grau. Und auch hier wieder das gleiche Spiel, gibt es wieder ganz eigene Probleme. Zum einen kommt man ein bisschen in den eigenen Konflikt rein. Das ist jetzt ja weder JSON wirklich, was wir im Code repräsentieren, sondern das ist ja eine Java-Klasse, aber trotzdem repräsentiert das JSON. Das heißt, wenn ich jetzt diese Klasse defektern würde, ich würde jetzt den Username hier umbenennen, weil ich denke, das muss jetzt intern anders heißen, dann würde ich auch plötzlich das JSON anders referenzieren. Und das merkt man dann zum Beispiel auch gar nicht. Genau. Und man verliert eben durch diesen Weg, dass man eben die Sachen auf Java-Klassen mappt, eben die Vorteile von beiden Seiten. Das heißt, man ist bei der Java-Seite sehr eingeschränkt, man muss sich immer diese Richtlinien richten, damit es mit dem JSON zusammenpasst, man muss es richtig annotieren, man muss den Konstruktor richtig definieren, damit das Framework den richtig aufrufen kann. Diese ganzen Sachen, man muss eben, kann nur bestimmte Typen zurückgeben. Hier unten haben wir das Local Datetime, das ein spezieller Typ ist, der muss auch vom Framework verstanden werden. Genau. Und auf der anderen Seite eben die JSON-Seite geht komplett verloren. Was sind denn die Vorteile von JSON? Zum einen, dass es einfach ist. Und zum anderen, es hat diverse Eigenschaften. Zum Beispiel JSON ist an sich schon reflektiv. Das in JSON kann man ja schon, brauchen wir keine Reflection, weil ja schon zum Beispiel die Feldnamen, die stecken da schon drin. Und hier wird es jetzt irgendwie auf eine Java-Klasse gemappt. Das heißt, man muss zum Beispiel die Information, wie jetzt das Feld heißt, erst über Reflection auslesen. Das muss erst die Laufzeit fragen, um zu wissen, dass dieses Feld hier Username heißt, damit eben dieses Framework das mappen kann. Und das sind so Sachen, die einfach, da geht einfach ganz viel verloren auch eben. Oder wenn man jetzt, sagen wir mal, möchte das jetzt ausgeben im Programm irgendwie, da muss man wieder eine To-String-Methode in Java implementieren.
Obwohl ja JSON doch schon ein ganz gut lesbares Format mitbringt. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, hey, bringe mir diesen JSON-Spring nochmal, wenn ich dieses Java-Object letztendlich habe. Also da sind ganz viele Konflikte eben drin, die man irgendwie lösen muss. Oder die halt irgendwie im Weg stehen, aber eigentlich gar nicht notwendig sind. So. Und dann kommt eben noch dazu, eben der Framework-Aspekt, das hier oben, das macht eigentlich gar nichts mit JSON. Das ist reine Konfiguration. Das heißt, wir haben zwar eine Java-Klasse, aber eigentlich ist es ein Konfigurationsfile. Und das muss man sich im Kopf her eben auch klar machen. Man lernt da irgendwelche Prinzipien, Kapselungen, irgendwelche Best Practices, irgendwelche Patterns. Aber die darf man eben nicht auf die Sachen anwenden, weil das Framework da eben schon andere Sachen vorsieht. Das heißt, obwohl man Java sieht, darf man nicht in Java denken. Und das ist auch schon so eine Sache, die man im Kopf her dann eben sehr, sehr... Wo man sehr aufpassen muss, das ist mir halt oft passiert, ich wollte dann da irgendwie noch Logik reinschreiben und dann irgendwie mal optional zurückgeben in der Methode und so Sachen. Aber wenn das Framework das halt nicht akzeptiert am Ende, dann kann man diese ganzen Sachen, die man lernt, eben dort auch nicht anwenden. Das heißt, man ist sehr, sehr in Stücke gerissen. Genau, und hier unten ist halt noch interessant, man braucht eben so einen JSON-Mapper, also die Komponente, die das dann letztendlich übersetzt von JSON in dieses Java-Objekt oder eben auch in die andere Richtung. Und das ist ja eine Art von globaler Kontext, Global State ist das im Prinzip. Weil wir müssen hier dieses Java-Time-Modul registrieren, damit er eben diesen besonderen Typ, den ich vorher erwähnt habe, das Local Date-Time überhaupt versteht. Wenn ich das nicht registriere, dann würde er einfach dieses Feld falsch in JSON formatieren, das heißt, er würde ein ganz anderes JSON bauen. Und das ist halt wieder, ja, das ist immer Global State und das will man eigentlich nicht haben. Also so ein Framework zwingt ein bisschen gegen so Best Practices zu arbeiten. Und das merkt man dann auch, wenn man dann Tests schreibt zum Beispiel, man muss dann fast schon Integration-Tests schreiben, man muss ja diese andere Komponente mit instanzieren, muss die richtig konfigurieren, um genau das richtige Ergebnis zu bekommen. Das ist das Problem, dass man dann einfach auch beim Testen zum Beispiel plötzlich viel mehr Aufwand braucht. Man muss dieses Framework beim Testen oft mitstarten, das braucht dann auch Zeit, die Tests werden langsamer, das ist sehr viel Aufwand. Ja, bitte? Oder wir können nur diese eine Zeile erstmal finden, die ich habe. Die, genau. Das war bei mir damals drei Stunden meiner Lebenszeit. Genau, weil die Zeile kann am ganz anderen Ende der Applikation liegen. Das sagt ja auch die IDE nicht so ganz einfach, wo das jetzt ist, ob es die überhaupt gibt. Weil wenn man nichts davon weiß, dann da denkt man auch nicht dran zum Beispiel. Wenn ich den Code vor 5 Jahren geschrieben habe, weiß ich, ob der so ein Mapper registriert wurde oder ob das Framework einfach von einem Default ausgeht. Das macht er dann auch. Also ihr merkt... Je mehr man mit diesen Technologien arbeitet, desto mehr merkt man, da ist irgendwas faul. Und das ist diese Magie, die ich da so ein bisschen, ja, das würde ich so als Magie definieren. Genau. Dann nochmal ein schönes Zitat aus einem Artikel, der eben das auch so schön ganz, ganz hart im Prinzip sagt. Er sagt hier, Annotationen haben das Potenzial, langfristig die Wartbarkeit von Software empfindlich zu beeinträchtigen. In ihrer einfachen Form kann sich eine faktisch unbeschränkte Funktionalität verbergen, die es sogar ermöglicht, grundlegende Prinzipien der objektorientierten Programmierung außer Kraft zu setzen. Also ganz schön harter Tobak, wenn man bedenkt, die halbe Java-Welt programmiert so, und dann ist das die Kritik. Da fragt man, ob man den richtigen Beruf hat. Genau. Und dann sagt er hier halt noch klar, Annotationen und das, wozu sie verwendet werden können, sollen verteufelt werden. Also diese Magie sollte man austreiben, wenn man es ein bisschen übertreibt. Genau. Also, es ist nicht, dass diese Frameworks alle schlecht sind und alles Java ist jetzt alles schlecht und bloß deswegen. Bloß man hat halt auf der falschen Technologie aufgebaut, die grundlegend ein schlechtes Design hat. Das ist das Problem. Nicht, dass die Technologien, die darauf aufbauen, dass es Spring oder Hibernate irgendwie eine schlechte Technologie ist, die machen da das Beste draus. Aber sie müssen halt diese schlechte Eigenschaft immer übernehmen. Die kommt halt immer mit. Genau, aber deswegen wollen wir mal gucken, was werden die Lösungen. Und mein Gedanke war halt dann immer, ja, ich möchte nicht immer diese Ratespielchen machen, die wir gerade eben kennengelernt haben. Ich verwende einfach diese Frameworks nicht. Hat das jemand mal so ein bisschen probiert, auch diese Richtung gegangen, gesagt, ich habe jetzt genug von Frameworks, ich mache es jetzt ohne. Jawohl, einer, sehr gut. Noch einer, ja. Genau, und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber mir war es zumindest ziemlich holprig, weil da gibt es verschiedene Gründe, warum das eben nicht so einfach ist. Zum einen kommt dazu auch, dass man eben dieses Grundwissen braucht,
dann versucht man es mit JDBC zu machen. Und das muss man ja auch erstmal lernen. Man kommt dann halt aus einer Welt, wo man eben Hibernate hatte, wo das recht einfach war. Und dann dachte man, naja, eigentlich kann ich doch Datenbanken. Aber dann merkt man erst, man kann es eigentlich doch nicht. Wenn man diese ganzen Sachen, diese feinkranularen Sachen wie Batches, Transactions und so, ja, alles selber handeln muss. Das heißt, das ist zum Beispiel eine große Herausforderung. Eine andere Herausforderung ist eben, Struktur zu bekommen. Wenn man eben solche Tools verwendet, also solche Libraries, also kein Framework, dann ist es ja oft so, dass man eigentlich recht einfache kleine Schritte macht. Das macht halt imperativen Code oft. Und den muss man ja irgendwie strukturieren. Und das Finden dieser Abstraktion, das ist auch so eine Herausforderung, wo man dann oft scheitert, weil man eben nicht vom Framework irgendwie Beispiele im Internet hat, so und so, und da musst du das hinbauen oder hinpacken, damit eine Applikation auskaliert. Genau. Aber das Ziel ist natürlich, den direkten Weg vom Problem zur Lösung zu kommen. Genau. Da gibt es ein Prinzip, das da sehr gut helfen kann. Das ist recht spannend, das Principle of Least Power. Genau. Und das ist leicht verwirrend. Ich habe jetzt hier mal, sagen wir mal, fast den gleichen Satz mit dem kleinen Unterschied, dass wir oben most schicken und unten least. Da muss man ein bisschen aufpassen. Erstmal klingt das hier oben ganz gut eigentlich. Man soll die Lösung nehmen, die am mächtigsten ist, die am stärksten ist. Das ist zum Beispiel, wenn man einen Staubsauger kauft, wollt ihr auch, dass der ordentlich Wumms hat. Ruhig ein bisschen mehr, als dass der Staub nur weggeht, sondern dass auch wirklich der Staub weggeht. Oder wenn ihr ein Auto kauft, wenn das mal 50 PS mehr hat, dann sagt er auch nicht nein, oder? Genau, aber bei der Softwareentwicklung ist es eben ein bisschen anders. Wir sollten die Lösung suchen, die am wenigsten Power mächtig ist für das entsprechende Problem. Genau. Also immer wenn ihr irgendwas habt und ihr habt da verschiedene Wege, die ihr gehen könnt, dann ordnet das in der Liste ein und sagt, hey, das ist die mächtigste, das ist die wenig mächtigste und dann guckt ihr, was ist das Minimum, was ich brauche. Ja, bitte? Bezieht sich dieses Wort mächtig auf die Anzahl der Features, die jetzt ein Framework hat zum Beispiel? Auch. Okay. Auch. Ich habe noch eine Folie am Schluss, wo es noch vielleicht grob angerissen wird, aber ja, auch. Features ist eine Mächtigkeit, wenn da viele Features, umso mächtiger wird ein Tool. Also ich glaube, das kann man schon so festhalten. Genau. Dann gibt es eben ähnliches Prinzip, Principle of Least Surprise. Ist auch recht einfach erklärt. Genau, man soll, wenn ein notwendiges Feature im Prinzip einen hohen Überraschungsfaktor hat, dann sollte man es überdenken und neu designen. Also hier ist das Wort drin, zum einen muss das Feature notwendig sein, ist es überhaupt notwendig? Wenn nein, können wir sofort sagen, wir streichen das einfach. Und dann natürlich einfach mal eine Strichliste machen, jedes Mal, wenn ihr davor sitzt und debuggt und euch wundert, es ist nicht offensichtlich, was los ist, macht einen Strich und dann wisst ihr, ihr habt einen hohen Überraschungsfaktor. Ihr müsst dieses Ding mal komplett überdenken, warum kommt es überhaupt zu diesem Überraschungsfaktor? Also der sollte eigentlich vom Grundlegend nicht mit drin sein. Genau. Jetzt gucken wir mal kurz das Beispiel von vorhin an, wie wir das lösen können. Wir haben hier vorher so einen komischen Code gehabt, da und eine Conditional und dann eben hier so eine Expression, die dann entscheidet, ob dieses Logging-Service instanziert wird. Und wenn wir das jetzt schon angucken und vorne dieses Conditional sehen, dann ist die Lösung doch eigentlich offensichtlich. Und zwar, wir wollen einfach ein If machen. Ist zwar jetzt, sieht vielleicht ein bisschen mehr Code aus, aber das ist einfacher Code. Das ist super easy Code, den kann jeder lesen, den kann jeder debuggen. Die kann auch jeder anpassen, wenn da was fehlen sollte, was nicht stimmen sollte. Also das ist einfach ein einfacher Code. Und wir haben oben gesehen, Conditional können wir doch einfach durch ein If ersetzen. Wozu brauche ich ein extra Feature, um nochmal eine Entscheidung treffen zu können? Genau, also das ist einfach der direkte Weg, den man gehen kann. Also keine Angst, ein bisschen mehr Code zu schreiben, wenn der Code dafür einfach ist. Gut. Dann möchte ich euch noch ein paar Grundbausteine vorstellen. Die Sachen, die eben wirklich die Basis sind, die man eigentlich immer irgendwie braucht. Der eine Grundbaustein ist I.O., Input-Output. Das ist im Prinzip das, was die CPU macht, Daten von A nach B schaufeln. Das ist der CPU-Part. Also in unserem Programm halt sind es die Functions oder die Methoden, eben, die wirklich aus den Daten einen Mehrwert ziehen, indem sie transformieren. Weil wenn wir die gleichen Daten immer haben, dann ist das natürlich, haben wir keinen Mehrwert. Da müssen wir irgendwie Daten transformieren. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, wo wir immer brauchen. Dann der nächste Baustein ist eben State oder eben Buffer. Das ist der Speicheraspekt in unserem Computer. Das heißt,
wir haben immer einen Speicher drin, das in der Regel ist es auch der Speicher an sich mutable. Das heißt, wir haben genau Platz, wo wir eben sich ändernde Daten ablegen können. Und auch Kommunikation ist ja grundlegend, ist das im Prinzip ein Buffer mit einem mutable State. Wenn ich jetzt euch hier gerade die Sätze sage, dann nehmt ihr die ja auch auf, sammelt die, bis ein Satz da ist, versteht den Sinn und dann geht es weiter. Ihr versteht nicht im laufenden Prozess eben, was passiert. Das heißt, Kommunikation ist immer gebuffert. Und auch wenn über Netzwerk was verschickt wird, werden einzelne Pakete zusammengesammelt und dann wird erst was draus gemacht. Das heißt, ganz grundlegend ist Kommunikation immer irgendwie ein Pufferschritt, der dann irgendeinen Zustand, das was in unserer Applikation abbildet. Und als drittes habe ich mir gesagt, die zwei Sachen reichen nicht aus, sondern ich muss es kombinieren, weil ein wichtiger Aspekt hat noch gefehlt, und zwar der menschliche Aspekt. Und zwar, dass das Programm für uns skaliert, also nicht im Sinne von Performance, sondern dass wir das immer größer bauen können, dass es nicht komplexer wird. Das heißt, wir brauchen eine Abstraktion, und das ist im Prinzip 1 und 2 für mich kombiniert. Und ihr seht jetzt hier im Prinzip die beiden Sachen. Wir haben hier im Prinzip eine Schicht außenrum, eine Set-Methode, dass Daten irgendwie reinkommen, und eine Get-Schritt, dass Daten irgendwie rauskommen. Und wenn ihr euch das jetzt genau anschaut, dann ist euch vielleicht was aufgefallen, das kommt euch irgendwie bekannt vor. Das ist objektorientierte Programmierung, was wir da gerade eben angeschaut haben. Das ist nämlich genau das Prinzip, wir kapseln irgendwas, wir haben von außen nach innen im Prinzip irgendwelche Transformationen und innen sammeln wir irgendeinen State, der gekapselt ist. Genau, dieses Prinzip ist einfach OOP. Gut. Ja, und ist das jetzt gut oder schlecht, dass es dann doch OOP ist? Das ist gut, wir sehen jetzt gleich mal in einem Beispiel. Also OOP ist ja verpönt. Das liegt daran, dass es verpönt ist, dass es falsch gelehrt wird. Man lernt irgendwas über Klassen, über Vererbung. Man lernt halt, dass man Getter und Setter einbauen muss, aber man lernt nicht wirklich, wie es wirklich geht. Wenn man den klassischen Weg, oder wenn man es halt lernt, macht, dann kriegt man diesen Mehrwert nicht. Und der Mehrwert steckt eben in dieser Transformation, in diesen Gattern und Settern drin. Und das zeige ich euch gleich noch. Aber letztendlich haben wir dann so ein Muster, so ein typisches, kann man auch sagen, ein Schichtenmodell oder was auch immer, das typische Muster. Wir haben hier außen eine Schale und innen halt einen Kern. Und wir können jetzt da verschiedene Sachen innen reinmachen. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir jetzt da einfache Sachen abbilden können, wie jetzt irgendwelche Entitäten oder so, also irgendwelche Datenobjekte, sondern wir können da jetzt alles Mögliche reinstecken. Wir können jetzt in den Kern zum Beispiel JSON reinstecken, dann können wir das JSON über dieses Objekt mutieren. Wir können aber auch solche Datenbank da immer reinstecken. Das heißt, wir können dieses Kapselungsprinzip nicht nur mit irgendwelchen einfachen Datenformaten machen, sondern eben auch eine komplexe Datenbank da reinbringen. Oder man kann auch zum Beispiel den DOM-Tree da eben reinhängen, dann kann man mit so einem Objekt den DOM manipulieren. Und das zeige ich euch jetzt kurz in einem Beispiel, damit es auch greifbar wird. Das Beispiel von vorher, dass man jetzt ein JSON-Objekt hat, sah dann in meinem Code entsprechend so aus. Ich habe jetzt einfach oben dieses JSON-Objekt in den Konstruktor eingegeben und manipuliere es dann über die Getter und Setter. Und das ist, glaube ich, so, wie die Objektorientierung funktionieren sollte. Wir haben jetzt nicht mehr nur irgendwelche toten Datenobjekte, die halt irgendwie Daten mit hatten, wir haben jetzt hier eine Transformation. Und das ist unser Mehrwert, den wir eben haben. Dadurch, dass wir im Prinzip hier so den Username reinbekommen und dann ist in dieses JSON-Objekt setzen, dann dieses JSON-Objekt ist einfach die Struktur vom JSON, also eine Map im Prinzip. Das ist einfach die einfachste Form, wie man JSON in Java repräsentieren kann im Prinzip. Und das ist eben der Mehrwert. Jetzt ist es nicht mehr nur ein totes Datenobjekt, sondern jetzt macht es auch wirklich was. Jetzt macht es die Übersetzung in dieses JSON-Format rein. Wir haben jetzt auch die volle Kontrolle drüber. Das heißt, wir können auf diesem JSON-Objekt alles machen, was wir mit JSON auch machen können. Wir können die auch kombinieren, in ein Array stecken, wir können die ausgeben, den JSON-String. Wir haben wieder die volle Kontrolle zurückerlangt. Und wie gesagt, das Gleiche würde auch mit der Datenbank funktionieren. Wir können jetzt anstelle des JSON-Objekts einfach die Datenbank, in dem Fall den Client, hier reinnehmen und dann einfach hier in unseren Gettern und Settern im Prinzip diese Datenbankabfragen machen. Hier ein bisschen vereinfacht dargestellt. In dem Fall wird man halt hier aus der Datenbank JSON-Objekte rausbekommen, kann das dann wieder eben auf die JSON-DTOs mappen, ganz einfach.
Und das funktioniert eben in allem Möglichen, auch zum Beispiel mit einer UI, wie mit dem DOM-Tree, wie ich es im Frontend eben auch machen kann. Ich kann hier statt dem Client einfach ein DOM-Element reingeben und habe dann eine UI, die einfach alle Transformationen, die diese UI machen kann, als Getter und Setter im Prinzip hat. Ich kann einfach sagen, jetzt UI, jetzt toggle in einen anderen Zustand, Set State oder was auch immer. Und dann kann ich hier drin den DOM manipulieren. Und habe mit diesem einfachen Prinzip, mit diesen einfachen drei Bausteinen, die ich vorher gezeigt habe, kann ich dann wirklich viel abdecken. Und das skaliert auch recht gut vom Code her weg. Das ist ja gut gekapselt alles. Das heißt, der Code wird nicht unübersichtlich. Also löst nicht alle Probleme. Ich sehe schon, meine eigentlich sind ein bisschen skeptisch, aber zumindest ist es mal so ein Anfang, wo man dann trotzdem auch eine gute Struktur eben im Programm dann eben hat. Gut, kommen wir zum Fazit von der ganzen Geschichte. Also für mich persönlich sind die Annotationen schlimmer als das große Billion-Dollar-Problem, weil ich, nein, alles ist immer offensichtlich, wo das Problem liegt, das muss man einfach nur fixen, das ist eine Fleißaufgabe und das ist so ein bisschen, was keine Magie ist, das ist dann wirklich Handwerk, einfach das zu fixen. Nullpointer, man sieht, wo das ist, man sieht, wo es herkommt, man kann es debuggen. Das Annotationszeug, das kannst du eben nicht immer debuggen, da musst du oft suchen und hoffen, dass du Glück hast. Also das sind halt immer die Momente, wo man dann nicht direkt zum Ziel kommt, also wo man dann wirklich nicht linear vom Zeitaufwand her ist. Man weiß nie, ob das Problem, wenn man da 5 Stunden debuggen muss oder ob man überhaupt eine einfache Lösung findet direkt. Also wenn man so einen Code hat, wo man direkt auch die Sachen verändern kann, dann kann man auch direkt die Lösung implementieren. Wenn man direkt an der Sache dran ist, man arbeitet direkt mit JSON, nicht indirekt. Irgendwie muss es jemand sagen, hey, bitte mach irgendwas mit dem JSON und hoffen, dass der irgendwie überhaupt eine Methode hat, um das ihm zu sagen. Genau, dann habe ich immer, ich habe jetzt viel über Annotationen gesprochen, aber einfach andere Beispiele für Magie aufgezählt. Und das sind einfach, im Prinzip sind es einfach Advanced Features in Sprachen. Und genau, da ist der Magiefaktor immer ein bisschen höher. Und gerade solche Advanced Features werden eben besonders von Frameworks eben gerne eingesetzt. Das heißt, das spielt da schon ein bisschen zusammen. Wenn man Framework hat, sieht man oft auch eben Advanced Features. Aber überall dort, denke ich, steckt ein bisschen Magie drin. Und jetzt natürlich die große Frage, verteufle ich das nicht, das sind jetzt alle, weil das ja Magie ist. Natürlich nicht, da habe ich noch diese einordnende Folie, die ist mir ganz wichtig, das noch zu sagen, dass eben, man muss das nicht getrennt betrachten, sondern man muss das eben zusammen betrachten mit dem Level der Leute. Das heißt, wenn man eben Advanced-Technologien einsetzt in Magie, dann braucht man auch Leute, die das wirklich beherrschen. Genau. Und ich sage einfach, man sollte möglichst selber möglichst gut sein und dann natürlich das Minimale an den Technologien verwenden, die Basics möglichst, und wenn die ausreichen, dann braucht man nicht extra noch was oben drauf. Das ist so meine Devise. Und zum Schluss noch eine ganz einfache Regel, an die man sich halten kann, ist explizit ist besser als implizit. Die Regel ist ganz einfach zu erklären eigentlich. Ihr kennt vielleicht auch die Kommentarregel. Wann muss man einen Kommentar schreiben, wenn etwas nicht offensichtlich ist? Und implizit ist von Natur aus nicht ersichtlich, eigentlich muss man jedes implizite Verwendung kommentieren eigentlich. Und das heißt, immer wenn ihr was explizit machen könnt, macht es explizit. Weil wie gesagt, sonst müsst ihr es ja eigentlich erklären. Genau. Vielen Dank. So, ja, vielen Dank, Markus. Das war Softwareentwicklung ist kein Hexenwerk. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, danke für den Vortrag. Ich muss sagen, ich bin nochmal dankbar, dass ich im Berufsalltag kein Java mache. Aber was ich immer ich finde diesen Begriff der Magie total praktisch, weil das zumindest aus meiner Perspektive ist ein Wort, das häufig für Software benutzt wird, genauso wie du es gesagt hast. Nicht nachvollziehbare Sachen sind ganz schnell, ja, da musst du dir keine Gedanken drüber machen, das ist Magic, das geht schon irgendwie. Ja. Den Eindruck, den ich immer habe, ist, es muss ja den Zeitpunkt in irgendeinem Softwareprojekt gegeben haben, wo jemand gesagt hat, das ist eine richtig geile Idee, lass das mal machen. Und was ist aus deiner Erfahrung heraus, weil ich das Gefühl habe, du hast viel mehr mit den ganzen Dark Magic Dingen zu tun, der Zeitpunkt oder ein Setting, wo Leute sagen, das ist eine richtig geile Idee, lass das mal machen. Verstehe ich nicht ganz. Also was ich mich frage, also
ich weiß nicht, ich nehme es vielleicht vorweg. Für mich ist es immer der Eindruck, wenn du ein Software-Team hast und da sind irgendwie, du hast 25 Junior-Devs und 2 Junioren und das ist halt bloß ein Tag, plus irgendwie x Quereinsteiger, dann kommt schnell jemand um die Ecke und sagt, okay, ich habe gar nicht genug Zeit, um das alles zu warten, lass mal irgendwie das geile Framework XY einziehen und dann machen wir das schon irgendwie. Dann muss man es schon nicht mehr verstehen, dann kannst du den Code einfach kopieren und die 2 Senior-Devs gucken am Ende nochmal drüber, ob das so richtig ist. Ja. Das ist übrigens so ein Setting, wo ich das Gefühl habe, da kommt Magie ins Projekt. Und meine Frage wäre so ein bisschen, was sind deine Erfahrungen, wie kommt Magie ins Projekt? Ja, eben genau dadurch. Man hat eine Technologie, sieht nach außen hin eigentlich gut aus, aber man muss halt diesen Iceberg sehen. Dass eben dieses Advanced Feature, da sind nochmal Features, die dahinter stehen, die man auch verstehen muss, nochmal dahinter, nochmal dahinter. Und das ist halt eben genau der Punkt. Also, was du auch gesagt hast mit den Junior-Devs, das ist halt in den meisten Projekten so, dass man auch so eine Pyramidenform hat. Und es reicht nicht, die oben glücklich zu machen, sondern die unten müssen eben auch damit arbeiten können. Also, ich kann da nicht viel ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Du erklärst das ja eigentlich schon recht gut, das Ganze. Und es sind eben, wie gesagt, die Frameworks, die da eben sehr mit Magie gerne spielen. Und es ist auch in Ordnung, wenn die Leute den Background haben. Aber oft steigt man ja direkt in dieses Spring ein, ohne vorher JDBC gemacht zu haben. Und das ist halt die Katastrophe eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, der Film ist mal Karate Kid 1985. Das ist euch ein Begriff, Karate Kid? Es gibt Mr. Miyagi, der sagt im Prinzip zu Karate, entweder es gibt 2 Möglichkeiten in der Straße. Linke Seite, du kannst kein Gerade, das ist okay. Rechte Seite ist, du kannst Karate, das ist auch okay. Ja. Wenn du mit der Straße läufst und ein bisschen gerade kannst, kriegst du auf Maul. Und ich glaube, bei den Technologien ist es ähnlich. Ich meine, die Frameworks haben alle den Vorteil, dass sie den Code sehr concise machen. Du kannst dich gut auf die Business-Logik konzentrieren, weil du alles andere ausgelagert hast. Du hast ja selbst gesagt, am Ende abstrahiert man selber wieder nur halt anders. Und ich bin total bei dir. Du musst, also man kann es nur treiben, SQL Statement in den Methodennamen reinhängen, oh mein Gott, Spring Data, I love it. Es gibt die Möglichkeit, die Sachen schnell zu warten, wenn du eine Änderung grundsätzlich hast. Weil das, was du ausgeschrieben hast, musst du halt mehrmals warten und am Ende vergisst du es irgendwann. Aber ja, du kannst das nur machen, wenn jeder im Team weiß, wie es funktioniert und wenn jeder im Team auch dieses Level oder diesen Überblick hat, dass es auch keinen Müll macht und versucht, irgendwie Sachen zusammenzufriemeln, die halt einfach nicht zusammengehören. Das Problem ist halt auch, auch wenn du jetzt ein Senior-Dev bist und es wirklich kannst alles, bei diesen Technologien, du kannst gar nicht garantieren, dass das so funktioniert, wie es aussieht. Weil du halt vom Compiler keine Garantie bekommst. Also wenn ich eine Annotation hinmache, ich weiß nicht mal, ob er die wirklich einliest oder ob das nur zufällig funktioniert. Das ist richtig. Ja. Und das ist halt grundlegend technologisch ein Problem, wo man dann eigentlich schon vorher einen Schritt zurückgehen müsste und an die Technologien wählen müsste. Libraries updaten wird immer noch gut, weil du nie prüfen kannst, ob die neue Library immer noch das macht, was jetzt Version. Genau. Letzte Frage. Die von dir vorgeschlagene Lösung mit der Pyramide und möglichst unten bei der Programmiersprache, das klingt dann so, das ist keine Magie. Also da ist natürlich auch viel Zauberei drin. Das, wenn du sagst, Java ist einfach, das ist nicht einfach, da ist der Java-Compiler, macht den Bytecode, Just-in-Time, macht den Maschinencode, dann ist der Mikrocode. Das sind bloß gut, es ist gut versteckte Magie und da hat man die Leute ausgebildet, sodass die da mit der Abstraktionsschicht arbeiten können. Das Argument gilt aber doch weiter oben auch. Wenn man das verstehen kann, dann ist es genau nicht. Genau, aber deswegen, wie gesagt, muss die linke Seite, wenn man da weit oben ist, dann darf sie ja auch hochgehen, aber trotzdem soll es den möglichst tiefen Stand haben, der notwendig ist. Also es sollte nicht auseinanderlaufen, die beiden Dimensionen. Und wir haben vorher den Code gesehen, den Java-Code. Das ist Code, den kann ich einem Erstsemestler, der zum ersten Mal Java macht, zutrauen, dass er den auch noch irgendwie warten kann. Den Spring-Code, den kann man sich zusammenkopieren aus dem Internet, aber dass der den versteht, unmöglich. Also da möchte ich den Hintergrund verstehen. Und das ist halt der Punkt. Und so kompliziert war, also so, obwohl ich mehr selber machen musste, war jetzt der Code nicht schlimm, an den ich da gezeigt habe. Das war nur Fleißarbeit im Prinzip. Ja.